Es ist Dienstag, der 27. September 2022. Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz wieder gestiegen. Ehrentag, Auszeichnungen für engagierte Studenten. Und beendet, Saison an der Regattastrecke ist vorbei. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten mit den aktuellen Corona-Zahlen und die sind wieder leicht gestiegen. 27 Personen werden stationär behandelt. Die Inzidenzzahlen laut RKI vom Dienstag liegen bei 318,8. Im Vergleich zum Vortag gab es 67 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 231 Neuinfektionen. Der Deutsche Akademische Austauschdienst vergibt jedes Jahr für hervorragende Leistungen internationaler Studierender den DAAP-Preis, auch an der THB. Dieses Jahr ging der mit 1.000 Euro dotierte Preis an die Wirtschaftsinformatik-Studenten Mariana Kyriljuk. Er soll dazu beitragen, den großen Zahlen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen Gesichter zu geben und sie mit Geschichten zu verbinden. Am Freitag wurde er anlässlich der Abschlussfeier im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg verliehen. Eine weitere Auszeichnung geht an Henriette Buch als besonders engagierte Studentin. Außerdem gab es mehrere Deutschlandstipendien. Zudem verabschiedete die THB dieses Jahr 260 Bachelor sowie 140 Master-Absolventen aus den 3 Fachbereichen Wirtschaft, Technik und Informatik und Medien. Die festliche Veranstaltung im Audimax wurde von einem Ensemble um die Sängerin Annelie Knobloch musikalisch begleitet. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die 43 besten Leistungen geehrt und zugleich weitere Auszeichnungen verliehen. So wurde die Studentin Henriette Buch auch für ihr jahrelanges Engagement im Allgemeinen Studierendenausschuss AStA geehrt. Dort verantwortete sie seit 2019 das Referat Finanzen und bildete somit ein wichtiges Rückgrat für die Aktivitäten der Studentenvertretung. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Nach langen Corona-Jahren gab es dieses Jahr endlich wieder Wettkämpfe an der Regattastrecke. Und mit den offenen Landesmeisterschaften im Rudern fand die diesjährige Saison der Regatten an der Regattastrecke am BC ihren Abschluss. Insgesamt kämpften knapp 400 Wassersportler aus 40 Vereinen aus den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und natürlich Brandenburg um 59 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Für die Brandenburger Athleten ging es zusätzlich noch um den Landesmeistertitel in ihrer jeweiligen Klasse. In den nächsten 2 Jahren finden jeweils 4 Ruderveranstaltungen auf dem BC statt. Neben dem Saisonstart der Ruderer im April 2023 mit den deutschen Kleinbootmeisterschaften und Leistungsüberprüfungen für die A-Junioren findet unter anderem im Juni die größte deutsche Nachwuchsveranstaltung, der 54. Bundeswettbewerb der Mädchen und Jungen im Mai statt. Zudem wird auch 2023 die offene Landesmeisterschaft im Rudern wieder hier auf dem BC zu erleben sein. Das Highlight im Jahr 2024
wird für die Organisatoren der Ruderregatten die World Rowing Masters Regatta vom 12. bis 15. September 2024 sein. Bei der weltgrößten Ruderregatta wird mit über 3.500 internationalen Teilnehmern ab 27 Jahren gerechnet. Die World Rowing Masters wird zum ersten Mal in Brandenburg an der Havel ausgetragen. Insgesamt finden übrigens jedes Jahr rund 40 Veranstaltungen unterschiedlichster Art auf dem Gelände der Brandenburger Regattastrecke statt, die vom Standortchef Uwe Philipp mit seinem Team gestemmt werden müssen. Ja, wirklich beeindruckend, was dort vor Ort geleistet wird. Es ist übrigens die einzige Regattastrecke in Ostdeutschland, die für internationale Wettkämpfe geeignet ist. Wir kommen jetzt aber zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Genau wie am Dienstag wird es auch am Mittwoch wechselhaft mit Regen. Tageshöchstwerte liegen bei 11 Grad. Ab dann wird es aber wieder wärmer, 14 Grad bei nur leicht bewölktem Himmel am Donnerstag. Und am Freitag sind es dann schon wieder 16 Grad bei einem leichten Sonne-Wolken-Mix. Ja, wenn es dann noch schöner wird, dann haben wir vielleicht doch bald einen goldenen Herbst. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das war's von der Sendung. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.